Ich habe den Klaus Schimmelpfennig hier auf der Demo in Karlsruhe getroffen und wir haben uns über den Einsatz der Polizei und der Antifa unterhalten. Und was hältst du davon, Klaus? Also es war ganz fantastisch, dass hier diese Gegenkundgebung stattgefunden hat. Es war die sogenannte Antifa da, die nennt sich ja antifaschistischer Widerstand. Sie haben natürlich auch ihre Meinungsfreiheit. Für diese Meinungsfreiheit stehen auch wir hier, dass sie demonstrieren dürfen. Und ich fand es ganz gut, dass sie da waren. Vor allem, sie haben etwa 250 Polizeikräfte gebunden. Diese 250 Polizeikräfte hätten sich vielleicht ansonsten dafür interessiert, für Abstände bei uns. Und hätten die Versammlung vielleicht irgendwie behindert. Also von daher ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an den Veranstalter dieser Gegenkundgebung. Und wenn er sich bei mir meldet, bin ich auch gerne bereit, hier eine Sachspende zu machen oder eine Geldspende jetzt im vierstelligen Bereich. Also wenn die sich melden, dann würde ich gerne eben mal 1.000 Euro aufwärts für die Antifa spenden. Es war ein ganz toller Moment, dass sie da waren und dass sie eben diese ganzen Polizeikräfte gebunden haben, die sich ansonsten mit uns beschäftigt hätten. Also ganz herzliches Dankeschön an die Antifa. Vielen Dank, Klaus, für die Veranstaltung. Nur die Bezeichnung aufmerksam, die wir sind, kenntlich zu machen. Alternativ stimmen wir auf einer Kundigmache. Party geht los. Achtung, dies ist eine Durchsage der Polizei
an die Personen in dem umschlossenen Teil dieser Versammlung. Der umschlossene Teil der Versammlung der Linken wird hiermit aufgelöst. Alle Personen werden aufgefordert, ihre Ausweispapiere für eine Personalienfeststellung bereitzuhalten. Jugendliche und Personen, die auf die Toilette müssen, melden sich bei den Polizeikräften. In ihrem eigenen Interesse befolgen sie die Anweisungen der Polizei. Ende der Durchsage. 13.30 Uhr. Ja, sicher. Ja, friedlich oder militant. Aber wenn die Polizei auf... Hauen sie auf die Pferde drauf. Allein da hätten sie schon befreundet. Mhm. Das würde mir im Leben nicht einfallen. Eigentlich wollten sie doch nur hier rüberkommen. Ja. Mit dem Mithören. Ja, genau. Vor allen Dingen, die sind so am Kotzen. Hören sich dann aber nur stundenlang an. Halten Sie weiter Ihre Ausweisdokumente bereit. Kinder und Jugendliche können sich bei den Polizeikräften melden, damit sie vorrangig abgearbeitet werden können. Toilettengänge werden für alle Personen ermöglicht und außerdem werden ihnen Getränke zugeführt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist jetzt nicht gefilmt, war. Komm, alter Mann, hast du den Olli gesehen?